Dieser Tage bin ich für euch auf einer besonderen Mission. Wir sind am Tegernsee bei den internationalen bayerischen Schachmeisterschaften, so heißt das offiziell. Riesenturnier, 580 Teilnehmer, eine wunderschöne Gegend hier und ich selber spiele nicht mit. Das ist erstmal die schlechte Nachricht. Die gute ist, ich bin aber hier als Coach, als Betreuer für zwei gute Freunde, die mitspielen und ein bisschen, ja, ich sag mal, Training brauchten. Ja? Und wir haben intensiv trainiert vor diesem Turnier. Und die zwei heißen Darian und Florian. Und der dritte, der im Bunde ist, ist noch der Nick, aber der ist jetzt nicht bei uns in der Unterkunft. Wir haben hier eine Wohnung gemietet und ich zeige euch gleich ein paar Impressionen. Jedenfalls, der Nick aus meinem Verein spielt auch mit. Wie haben denn die drei gespielt? Die drei Jungs möchte ich das Turnier über ein wenig verfolgen hier auf meinem YouTube-Kanal und ich sage euch dann immer jeweils, wie die Ergebnisse der Spieler denn ausgesehen haben. Eine Partie aus Runde 1 zum Einstand vom guten Darian. Ihr seht, die Zahlen hier, die Elo-Zahlen, sind jetzt nie so aussagekräftig. Das liegt einfach daran, dass die Anzahl der Auswertungen beim Darian zum Beispiel relativ gering ist. Ja? Und deswegen hat er eigentlich eine Zahl, die weit unter seiner eigentlichen Spielstärke liegt. Ist nicht so wichtig. Er traf in Runde 1 hier auf einen anderen Teilnehmer aus Deutschland. Und die Partie zeige ich euch. Vorher aber ein paar wunderbare Impressionen kurz zusammengeschnitten. Kühe. Naja, das ist bekannt. Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, irgendwie ist es mit den Zahlen komisch, mit der Paarung. Ach so, ja, ich habe mich jetzt auf eine Schwarzpartie gegen einen Einzelspieler so eingestellt. Aber ich habe es doch Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselice, Gunnis YouTube-Kanal. Also wunderschön, ich hoffe ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen. Das habe ich gestern ein bisschen gefilmt und jetzt mal kurz zusammengestellt, damit ihr wisst, wie schön das ist und wie viel Spaß das macht. Also, Riesenturnier und wir schauen uns mal eine Partie vom Darian Gernhuber an aus Runde 1. Und wenn ihr glaubt, ich zeige nur die Siege hier der guten Seelen, dann habt ihr euch geschnitten. Ja? Also nur Siege gilt nicht, dann wisst ihr ja schon vorher, wie es ausgeht, sondern auch in der Niederlage muss man stark sein. Wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier betreibe, was ich mache, dann lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Oder unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal oder werdet auch gerne Kanalmitglied. Ich werde auch versuchen, ein paar Interviews noch zu machen, einzufangen. Es sind ja Spitzenspieler dabei, Dimitri Kollas zum Beispiel. Also, und wenn ihr euch wundert, wo meine Brille ist, ihr wisst schon, diese Blaufilterbrille, ich habe sie vergessen. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt gucken wir aber mal Schach. Und der Darian eröffnet diese Partie mit D4. Das ist jetzt wenig überraschend, weil er das nämlich eigentlich immer macht. Ja? Und sein Gegner antwortet mit Springer F6. Denn Darian spielt hier, ihr werdet es nicht glauben, Springer C3. Das ist natürlich, also ich habe die ersten Züge mir mit angesehen, ich stand am Brett, habe mir das angeguckt und nach Springer C3 bin ich dann mal woanders hingegangen, weil das nun gar nicht mein Revier ist, ne? Aber ist egal, kann man spielen. Das führt natürlich in ein sogenanntes, nach D5 hier, in ein sogenanntes Yobawa London System. Da ist der Darian ein ziemlicher Spezialist, müsst ihr wissen, der kennt sich sehr gut aus in diesen Varianten. Und sein Gegner meinte auch nach der Partie, das ist jetzt nicht so unbedingt das sein Territorium, was er gerne spielt.
Aber das muss ja nichts bedeuten. So, und ich habe jetzt mal die Uhren ausgeblendet über und unter dem Brett. Warum? Weil ich natürlich von dieser Partie keine Zeitübermittlung habe, denn an DGT-Brettern wird nur auf den ersten 50 Brettern gespielt und das ist eine Partie aus Runde 1 auf Brett 210 oder sowas. Ne? Deswegen gibt es da keine Zeit mit Schriften. Okay, also wir sind hier in einem Yobawa London und der Jonas Holubek, Verzeihung, der antwortet hier mit dem korrekten Zug C5. Das kann man machen, durchaus spielbar. Der Darian spielt E3 und es kommt A6. Das ist auch ja so eine der Hauptvarianten. Na, sag mal. Und so ist, kann man spielen, das ist nichts Besonderes. Darian nimmt auf C5 raus und der Gegner spielt das korrekte Dame A5. Man sieht also, die beiden Spieler kennen sich ganz gut aus. Das ist nämlich Volltheorie. Da gibt es eine Menge Beispiele auf Großmeisterebene, auch sogar auf Weltklasseebene, die diese Stellung schon so gespielt haben. Also, was macht man hier eigentlich? Springer F3 oder H3, das sind so Computerempfehlungen. Aber der Darian spielt hier Dame D2, geht natürlich auch, klar. Und weiß, Entschuldigung, Schwarz holt sich diesen Bauern hier zurück auf C5. Darian rochiert lang. Das, ihr seht schon, werden das heterogene Rochaden, das ist ganz schön scharf kann das werden. Uns fällt sofort auf, dass der weiße Königsflügel hier noch nicht wirklich entwickelt ist. Ne? Ich markiere das mal. Das ist also Entwicklungsrückstand, aber beim Schwarzen sieht es ja ähnlich aus. Also der muss ja auch noch erst E6 spielen, um den Läufer zu befreien und so weiter. Also, kommt auch E6. Mhm. Ist nicht ganz so genau. Warum? Weil man möchte eigentlich den Läufer vorher entwickeln. Also quasi vor die Bauernkette stellen. Ja, nach F5. Und dann drückt er auch hier auf dieser schönen Diagonale auf den Punkt C2. Okay, Darian nutzt das aus, ja, dass der Läufer auf C8 nicht mitspielt und spielt direkt E4. Das ist ein guter Zug, ja. Man könnte argumentieren, ja, zuerst muss man hier den Damenflügel mal endlich entwickeln, aber dieser Bauernzug ist sehr stark, weil man diesen Druck auf der D-Linie ausnutzen will. Ihr seht schon, Schwarz kann gar nicht nehmen. Warum nicht? Ja, das wäre damit D8 Schachmatt. Aha, also guter Zug E4 und der gute Jonas spielt hier Läufer E7 und deckt das Feld D8 und bereitet vor. Das sage mal. Muss man einen Schluck Wasser nehmen? Oder soll ich das rausschneiden? Nö, lasse ich drin. Also. Und bereitet vor, dass der schwarze König ebenfalls in Sicherheit rochiert werden kann. Okay. E schlägt D5 hier einmal. E schlägt D5. Und der Darian hat die Stellung verstanden, muss man sagen. Denn er spielt hier einen guten Zug, nämlich Läufer E3. Ihr wisst ja, so Rückzüge sind immer nicht so ganz so einfach zu sehen. Ja, gerade wenn Figuren sich zurückziehen, auch bei Springern ist das oft ein Phänomen. Aber Läufer E3 ist hier ein sehr, sehr guter Zug. Denn wenn ihr mal hinschaut, wo soll die Dame eigentlich hingehen? Ja, soll sie nach C7 gehen? Soll sie nach A5 gehen? Soll sie nach C6 gehen? Wo geht sie dann eigentlich hin? Diese Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so einfach. Computer empfiehlt Dame C7, aber in der Partie kam Dame A5 und der Darian schlägt jetzt auf D5 den Bauern weg. Mehr Bauer, wie aus dem Nichts. Und bietet an, dass Schwarz hier auf A2 schlägt. Das möchte ich euch kurz zeigen. Nach Dame schlägt A2 gibt es aber eine wunderschöne Mattsetzung. Springer C7, der König muss nach F8 gehen. Die Dame spielt eine Rolle. Dame D8, Läufer D8 und jetzt kommt dieses kleine, aber feine Manöver mit Läufer C5. Aha, der König kann nicht nach G8 laufen, das wäre matt auf D8 oder wenn der Läufer dazwischen geht, haben wir wieder ein wunderschönes Matt kreiert. Das heißt, man kann hier nicht nehmen auf A2. Gut gesehen, Schwarz tauscht ab. Okay, Dame schlägt D2, Turm schlägt D2. Und Springer schlägt D5. Also es wird entlastet, mehr oder weniger wird jetzt eine Menge abgetauscht. Am Ende bleibt halt ein Endspiel über mit mehr Bauern für Weiß.
Das sollte man auf Gewinn spielen können. Es ist natürlich auch eine technische Frage, ob man das so einfach hinkriegt. Es ist halt am Ende nur ein Mehrbauer. Schwarz bringt jetzt auch seine Figuren endlich ins Spiel. Darian nimmt sich hier noch die Zeit und ja, und sagt, naja, Läufer schlägt A2, ist jetzt nicht so wirklich drin, oder doch, kann man dann B3 spielen? Naja, dann könnte Schwarz Läufer A3 Schach spielen. All das ist nicht wirklich gut für Schwarz, aber Darian sagt sich, ich will gar nicht mit diesen Experimenten rumhantieren, ich spiele mal A3, was auch Engine überprüft ein guter Zug ist. Gut. Natürlich, Schwarz spielt Turm C8, also ein bisschen Gegenspiel gibt es dann schon. Springer F3 natürlich. Jetzt rochiert dann Schwarz doch, ne? Und König B1, erstmal aus der C-Linie weg. Okay, jeder bringt so seine Figuren in Stellung. Turm FD8. Darian tauscht hier einmal raus. Okay, Turm schlägt D8 und entwickelt seinen Läufer nach E2. Beide Spieler haben noch das Läuferpaar. Ihr seht das, ne? Die stehen sich auch mehr oder weniger symmetrisch gegenüber. Es ist am Ende aber gut für Weiß, weil einfach Materialvorteil, mehr Bauer. Also Luftloch H6 und Darian spielt hier Läufer B6 und gefolgt von Turm C8, ne? Weil der Turm ist angegriffen und hat eigentlich auf der D-Linie keine Felder, keine Möglichkeiten. Dafür holt sich Weiß die D-Linie, Turm D1, Läufer F5 und Läufer D3. Okay, Läufer geht wieder nach E6 zurück. Läufer E4. Ihr seht, langsam aber sicher kriegt Weiß, ich will nicht sagen, die Stellung in den Griff. Im Hintergrund kommen gerade die Jungs zurück. Wenn ihr das hören solltet, macht nichts. Auf jeden Fall steht Weiß hier sehr gut. Ja, keine Frage. Was? Es gibt kein Doppelwopper und du bist gerade mitten in der Aufnahme. Herzlichen Glückwunsch. Mal gucken, ob ich es rausschneiden muss oder in den Doppelwopper auf die Tastatur schlonze. Okay, also Läufer E4, sehr guter Zug. F5 kommt, Angriff und der Läufer hüpft nach D5. Das ist letzten Endes, ja, nach der Partie haben wir auch so ein bisschen noch diskutiert. Ich war der Meinung, das ist hier klar gewonnen für Weiß, aber der gute Darian, der ist natürlich immer übervorsichtig und meinte, ich weiß nicht, ob ich wirklich besser stand. Also. Ich glaube, in dem Fall habe ich mal recht. Ich habe nicht immer recht, aber manchmal schon. Das ist eine gute Stellung natürlich für Weiß, keine Frage. Ja, G6 und B4. Expansion. Also aggressiv. Man muss ja auch irgendwann diesen Freibauern in Bewegung gesetzt bekommen. Ja, Schwarz versucht in irgendeiner Form Aktivität. Turm E1 hier und jetzt wird hier auf D5 groß getauscht. Am Ende habe ich ja schon ein paar Mal wiederholt, bleibt einfach der Mehrbauer übrig. Und ihr seht auch, dass die schwarze Stellung ein bisschen an Passivität krankt. Ja, wo geht eigentlich der Springer hin? Eigentlich sollte er ja aktiver stehen, aber er kann hier nicht hin. Er kann nicht nach D4, er kann nicht nach E5. Er muss traurigerweise zurück nach B8. Und hier in dieser gewonnenen Stellung, zumindest laut Computer, begeht der gute Darian einen Fehler, einen Strukturfehler. Und das muss ich erstmal kritisieren. Darf ich das, lieber Darian? Ja, sei mir nicht böse. Turm C1 ist ein Fehler. Das ist aber, man muss fairerweise sagen, auch nicht ganz so einfach zu sehen, warum das so ist. Ja? Besser wäre gewesen, mein Computer natürlich hier wieder ne, das locker flockig nach Hause schiebt. Ja? Aber wie gesagt, wir sind keine Computer, insofern ist das auch verständlich. Turm C1, Darian will den Turm vom Brett nehmen. Der Punkt ist, der Zug ist nicht besonders gut, weil nach dem Tausch hier, das auch passiert in der Partie, kann Schwarz Aktivität reklamieren für sich. Er hat jetzt ein bisschen Tempo ins Spiel gekriegt, greift diesen Läufer an. Na gut, der muss ziehen, klar. Aber der Vorteil hält sich jetzt tatsächlich in Grenzen. Also wenn man mal hier die Maschine dazu nimmt und sich das anschaut, ist tatsächlich nur eine 0,5. Und da muss man sich dann schon fragen, ob das reicht, ne? So ganz einfach einzuschätzen war das nicht. Dazu kommt übrigens auch noch, dass Darian hat erzählt, wir sind hier im 31. Zug, dass auch Zeitnot eine Rolle gespielt hat. Bei ihm nicht ganz so, aber beim Gegner schon. Der hatte nicht mehr viel Zeit, glaube 4 Minuten oder sowas.
Ja, und man müsste hier klammern. Also man müsste hier B5 spielen und quasi die weißen Figuren beschränken in ihrer Wirkung. Ja, okay, ist schwierig, gebe ich zu. Ja, G5, König C2, okay, und G4. Das ist so ein bisschen eine Pseudoaktivität, das sollte man eigentlich nicht tun. Auch hier hält sich aber der Vorteil immer noch in Grenzen. Ja, schwieriges Endspiel, Springer D2, jetzt kommt auch B5. Und an der Stelle ist es allerdings nicht mehr gut. Warum nicht? Weil Weiß jetzt quasi ja auf dieses perfekte Feld getrieben wird. Ihr seht, Springer B3 natürlich, klar. Schwarz spielt H5 und der gute Darian spielt Springer C5. Und jetzt seht ihr schon, jetzt ist der Springer angegriffen, jetzt ist der Bauer angegriffen. Und nach dem Tausch, was eher eine Verzweiflung ist, ist die Partie natürlich durch. Ihr seht, es sind gleichfarbige Läufer und es sind dieses Bauernduo, diese Freibauern sind natürlich entscheidend, ja. Läufer D4, ja, hier und hier, okay, man kriegt einen Bauern zurück, aber natürlich push him, baby, ist ja keine Frage. Läufer schlägt F2, D6, Läufer zieht sich zurück. Am Ende kann man das hier auch jetzt kurz fassen, weil ihr könnt schon erahnen, was kommt. Das ist natürlich eine glatte Gewinnstellung. Weiß läuft einfach zur Dame. Es wurden noch ein paar Züge gemacht hier, aber das ist natürlich, ja, nicht mehr wirklich der Rede wert. C7, König D7 und das war's dann. Ja, also es wurden noch drei, vier Züge gemacht, die können wir uns schenken. Das ist natürlich total entschieden. König D3, A5 und man hätte hier natürlich auch aufgeben können. Der König sneakt hier rein, holt sich alle Bauern ab, ja, und wenn Schwarz sich hier einen Freibauer bilden sollte, hat er auch noch versucht übrigens, ne, dann kann der Läufer den natürlich easy stoppen. Der König läuft rein und holt sich alle Bauern ab. Schaut mal, B3, na komm, der Vollständigkeit halber machen wir doch alle Züge. König schlägt C7, einfach G3. Also Schwarz ist ja zur Untätigkeit verdammt und hat hier an dieser Stelle dann die Partie nach Läufer B2 auch aufgegeben. Toller Sieg für den guten Darian. Ein schöner Start ins Turnier. Erste Runde, erster Sieg. Der Nick aus meiner Vereinsmannschaft hat ebenfalls gewonnen. Ebenfalls toller Sieg. Und der Florian, der auch noch mit uns hier im Bunde ist, der hat gar nicht gespielt. Der arme Kerl hatte eine Autopanne und konnte die erste Runde nicht spielen. Er ist aber inzwischen eingetroffen und wurde laut Regularien in der ersten Runde gar nicht gelost. Er kriegt für dieses Nicht-Spielen-Können einen halben Punkt. Also, wir fassen zusammen. Zwei Siege, ein kampfloses Remis und die zweite Runde gelaufen ist. Das erzähle ich euch im nächsten Video. Erstmal, schöner Start ins Turnier. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst oder unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal oder werdet Kanalmitglied. Herzlichen Dank, bis denn und ciao.